Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Pyron ist am Start. Und ja, gibt ganz viel zu tun, aber ich mache viele kleine einzelne Videos zu den einzelnen Parts, die rausgekommen sind und zeige euch, worum es geht. In diesem Video, wie im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, geht es um den neuen Guild-Boss, den wir uns jetzt mal anschauen. Aber erstmal nehme ich den Scheiß an. ja, neuer Guild-Boss. Was heißt das für uns? Was haben die erhöht? Man kriegt schneller Punkte, einfacher Punkte. Es ist deutlich einfacher, die 1200 Points für die Anvils zu bekommen, auch für Leute, die nicht so gute Accounts haben oder relativ frisch sind, etc. pp. Sehr, sehr cool, sehr cool. Ich mag das Design von dem Boss. Im Grunde müsst ihr nicht auf viel achten. Also viele werden euch sagen, ja, der hat das und das Shield, das und das und ihr müsst das und das und das und das machen. Das ist das Team, was ich benutzen werde für beide Gegner. Das funktioniert sehr, sehr gut. Full Green Team. Erhöhte HP durch Jillian. Einen Attack Buff. Ich brauchte einfach noch eine grüne Unit. Ich kann auch sowas wie Merlin oder so benutzen. Ein Shield geben funktioniert auch ganz gut. Die habe ich benutzt zum Defense Down und ihn benutze ich im Main als Damage Unit. Ihn kann man ersetzen durch zum Beispiel Jericho, funktioniert auch super. Gerade weil du den Boss auch debuffen kannst. Food setze ich jetzt nicht unbedingt ein, ihr könnt Food einsetzen. Hier geht es einfach nur darum, den Boss sehr schnell zu killen. Am besten schon in der dritten Phase. Dafür gibt es einen kleinen Trick. Der nennt sich Ulti vorbereiten. wir werden versuchen, ich hoffe, das funktioniert. Wir werden versuchen, die Ulti von Escanor zu bekommen. Also wir hauen jetzt am Anfang alles raus, bis auf Escanors Sachen. Also die drei Attacks plus... Das geht erstmal alles raus. Ich weiß gar nicht, ob die alle Dingens-Equipment haben, aber sollte auch so funktionieren. So, wir wollen Escanor-Attacks, wir wollen den Buff haben und wir wollen Defense-Break. Das sind die Sachen, die wir haben wollen. So, die hat schon, zum Beispiel schon mal kein Equip, die hat sowieso immer Equip, Escanor hat auch immer Equip. Bei ihm bin ich nicht sicher. Cool, das ist doch schon mal gar nicht so kacke. Wir haben ein bisschen Glück. Wir können kombinieren. Verschieden kombinieren sind zwei. Einmal attackieren plus nochmal sind... So, wir machen das so. Damit müsste ich die Ulti haben. Attack Buff bringt hier gar nichts, fällt mir gerade ein. Ha! Wir spielen ja mit Escanor. Warte mal, und dann machen wir das. Dann geben wir den Attack Buff vorher. Hauen dann als erstes hier mit zu. Weil mit Attack Buff? Ja, wobei... Hm. Hier ist eh Jacke wie Hose. Also, Escanor wird eh Damage ohne Ende drücken. So, so. Ja, Attack Buff ist mega. Zack. So, nächste Runde Ulti und der ist down. Easy. Ah, sehr nice. Und wir kriegen noch Escanor Attacks. So, er bufft sich. Wir müssen den Schild brechen und dann ulten. Das ist der Plan. Ich hoffe... Also ich gehe davon aus, dass wir hiermit schon Schild brechen können. Wir machen so. So. Weil wir dann die... Ja, wobei... Soll ich safe runterspielen? Ja, wir machen so. Wir machen so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier schon sein Schild breaken wird. Dann werden wir ulten. Danach überlebt er eh nicht mehr. So, Schild down. Sehr schön. Noch ein Ignite drauf, Defense Break und dann die Ulti. Boom. 186.000 ist jetzt nicht krass, aber geht halt klar. Er ist halt 1 von 6, ne? Und das sind locker 882 Points. Ohne Probleme. Mit besserem RNG, ich glaube mit einer anderen Damage Unit oder so würde das auf jeden Fall besser gehen. Aber funktioniert relativ simpel, also man versteht auf jeden Fall, was man machen sollte. Es ist ganz easy. Hier geht es einfach nur darum, killt den Boss so schnell wie möglich und macht am Ende so viel Damage wie möglich und habt so viel HP wie möglich. Ich habe mit genau dem gleichen Team, glaube ich, was, dasselbe Team? Genau, die haben weniger Punkte gekriegt, weil die hat zum Beispiel kein Equipment an. Sie kriegt normalerweise das Equipment von Dingens. Und die Ausrüstung.
Archivausrüstung. Thank you. Von ihm. So. Sie hat kein Equipment angehabt. Er hat Equipment an. 96.000, 112.000. Ja, sie hat ein bisschen wenig HP, aber das ist nicht schlimm. So sind wir schon bei 149.000. Es gibt auf jeden Fall schon mal mehr. Dann geben wir dem Ganzen nochmal HP-Food. Erhöht das Ganze auch nochmal. So, und dann nehmen wir nochmal rein. Also im Grunde wollt ihr so viel HP wie möglich haben. Was halt mit Escanor super funktioniert. Dann Jillian ist halt eine super Unit dafür. Wir gehen jetzt nochmal rein. Ich zeige euch, was für einen Unterschied das macht. Wir haben jetzt gerade 800 Punkte gekriegt. 880 ungefähr. Jetzt werden wir wahrscheinlich knapp an die 1000 kriegen, je nachdem wie unser RNG ist. Aber sollte eigentlich kein Problem sein. Ihn hier können wir austauschen. Irgendeine andere Unit, die HP gibt oder sowas. Die Unit, die mir noch einfällt, ist halt Arthur. Arthur gibt HP-related Stats für Human. Für Humans, also für die beiden auf jeden Fall, für sie leider nicht. Weil sie ja als Goddess, glaube ich, zählt, ne? So, was wir wieder machen, ist halt Crab raus. Also ist immer dasselbe. Crab raus, hoffen, dass gute Karten kommen, gutes RNG. Ansonsten switchen wir die Karten so lange hin und her, bis Escanor die Ulti hat. Ja. So, da haben wir schon wieder was von... Ja, guck mal, läuft doch. Wir haben sogar einen besseren Defense Break diesmal. Was ganz cool ist. Das heißt 30%. So, bewegen. 2, 3, 4. Er ist down. Wir haben einen besseren Defense Break. Ich hoffe, ich töte ihn nicht. So. Zack. So. Wir haben sogar richtig gutes Defense Break. Wir können Goldenes machen. Einmal verschieben, zweimal verschieben. Ja. Einmal verschieben, zweimal verschieben. Defense Break und Ult. Ich hoffe, Defense Break sollte durch Shield gehen. Das wären 40%. 40%. Ich hoffe, das funktioniert. Aber sollte. Ja, sehr nice. Sehr nice. 40%. Ulti. Boom. Weniger Schaden gemacht, ne? Wir haben gerade 186.000 gehauen. Aber da waren noch zwei Ignites noch drauf. Und diesmal haben wir 1027. Nur weil wir mehr HP am Ende hatten. Oder insgesamt mehr HP hatten. Deswegen haben wir so viele Punkte bekommen. Neue höchste Kampfpunktzahl auch. Sehr, sehr nice. Also so funktioniert der im Grunde. Die nächste Stufe ist gar nicht viel anders. Das Einzige, was bei der nächsten Stufe, glaube ich, ist, dass er mehr Damage macht. Also ich habe noch keinen krassen Unterschied gesehen. Wir gehen wieder mit den gleichen Units rein. Wir setzen wieder HP-Food ein. Zack. HP-Food, alle kommen über 100.000. Das heißt, alle kriegen nochmal 30% drauf. Die wird bei 156.000 sein. Er wird auch so um die 160.000 HP sein. Sie wird halt ein bisschen hinterherhängen. Und wir hätten wieder Dingens austauschen können. Genau. Das könnten wir noch ausprobieren. Rein theoretisch. Ja, machen wir so. Ich gehe jetzt hier raus. Wir brauchen den Feind nicht, ist scheißegal, wegen dem Food oder so. Wir gehen jetzt raus. Ich nehme Arthur mit. Gebe ihm HP-Equip. Arthur gibt auch ein paar Defense-Stats und so. Vor allem HP-Stats und sowas mit seinem Buff, was halt auch sehr, sehr nice ist. Kopf beenden. Warum ist es auf... Achso, es ist auf Deutsch, weil ich mit dem Handy heute gezockt habe auf der Arbeit. Weil ich es kaum abwarten konnte. Weil so viele Sachen rausgekommen sind, was halt einfach nur mega crazy ist. Also, das ist erst ein Part. Es werden relativ viele Videos folgen jetzt demnächst. Arthur. Wo bist du, Arturos? Da ist Arturos. Den habe ich auch endlich auf 80 gezogen. Reicht es, wenn ich dich nehme? So. Ja, nee. Ja, packen wir Slater rein, 107.000, geht klar, eben Food rein, so, 115.000 und er hat, glaube ich, HP-related Stats von Humans oder so, irgendwie sowas war das doch. Erhöht die LP-bezogenen Werte der menschlicher Verbündeter, also die drei kriegen auch nochmal zusätzlich HP dazu, sie zählt halt leider nicht, aber wir können gleich mal gucken, Anfang des Fights, wie viel HP die haben werden. Was halt ganz nice ist.
Sehr, sehr nice. Nicht nur HP, also HP-bezogene Werte ist nicht nur HP selber, sondern auch HP Regeneration und ich glaube auch Lifesteal, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, die Mucke ist nicht zu laut im Hintergrund. Wir gucken jetzt gleich mal, wie viel HP Escanor hat. Der war ja mit 123.000 der am meisten hat. Ich hoffe, das stackt auch. Das wäre nämlich hart bitter, wenn es nicht stacken würde. Okay, einzigartig. Und wir haben 201.000. Er hat 194.000, 116.000 hat sie, 196.000. Also geht auf jeden Fall klar, wie ihr sehen könnt. Was sehr, sehr nice ist. Sehr, sehr nice. Das, was wir machen, ist halt wie immer Crap-Karten raushauen. Und hier ist genau das gleiche Spiel. Das Einzige, wo wir halt drauf achten müssen, ist, wir rushen auch die Ulti, aber wir müssen halt sein Shield so schnell wie möglich eigentlich down kriegen. Normalerweise greife ich als erstes mit Escanor an. Okay, RNG ist halt nicht auf unserer Seite. Aber der Damage, wie ihr sehen könnt, Escanor kriegt gar keinen Schaden. 17k. Ist halt ein Witz. So. Das. Ich verschiebe einmal. Und. Oh, das war's. Das Einzige, was halt hier kacke ist, ist Corrosion. Okay, wir haben halt schlechtes RNG. Wir haben Siegel gekriegt, das heißt, weil der sein Shield noch hatte, haben wir diesen Block gekriegt. Also rein theoretisch müssten wir sein Shield runterhauen, was ja kein Problem ist, wie ihr sehen könnt, wenn Escanor zuschlägt. Mal gucken, was seine Ulti ist. Seine Ulti ist, glaube ich, AOE, also den Versuch muss ich auf jeden Fall nochmal neu machen. Wir haben auch extrem schlechtes RNG gekriegt. Seine Ulti ist AOE. Das, was mich noch nervt, was die halt einführen könnten, ist halt einfach, ja. Oh, 15% Frames verloren. Ja, nice. Sehr geil. Ist auf jeden Fall cool, wenn man aufnimmt. Woran liegt das? Was fuckt denn hier schon wieder so rum? Oh, Alter. Hä? 70%. Ja. Okay, verlorene Frames. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Wir gehen nochmal rein. Okay, es laggt ein bisschen. Also es laggt sogar ein bisschen stark. So, wir gehen rein. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also rein theoretisch ist das Prinzip super simpel. Klau ihm sein Schild, ulti ihn, töte ihn. So, und das so schnell wie möglich, mit so viel Damage wie möglich und so viel HP wie möglich überleben. Ich glaube, Merlin ist hier auch noch ein guter Ersatz. Merlin könnte man noch gut benutzen anstelle von Arthur wegen dem Schild vielleicht. So dass man Early Corrosion zum Beispiel abhält, wobei ich glaube, Corrosion geht sogar durch. Das, was wir diesmal machen werden, ist, ich schaue, dass ich Escanors Attacke raushau, um den Schild ein bisschen mehr zu penetrieren. Ja. Sehr gut. Schild ist weg. Genauso funktioniert. Und wir haben die Attacke wieder. Wir haben. Das ist wichtig, glaube ich. Das ist sehr, sehr nice. Nochmal die Basiswerte der Verbündeten erhöhen. Wir machen es so. Ich erhöhe die Basiswerte. Und dann verschiebe ich das nochmal und verschiebe das nochmal, damit wir schnell die Ulti kriegen von Escanor. So, Basiswerte sind erhöht. Corrosion haut halt übelst rein, ne? Also übelst nur 3 Tage. So, er hat wieder seine Passive, kein Problem. Er kriegt jetzt 2 Hits. Oh, er hat gestrippt. Oh, er strippt. Okay, deswegen ist Arthur scheiße wahrscheinlich. Ja, das ist halt. Immer wenn man etwas zeigen will, funktioniert es nicht so wie eigentlich sollte. das letzte Mal hat es echt gut funktioniert. Alter, Corrosion ist halt
crazy. Ich werde jetzt gleich einfach die Ulti zünden und den töten. Okay. Überlebt. Überlebt auch. So, das ist halt kacke. Wir müssen den halt normalerweise vor der Phase töten. Das wäre halt nice. So. Defense Break, Ulti. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hoffe. So, Defense Break, Ulti und das sollte eigentlich reichen. Genau. Ja, meine Frames sind schon wieder abgeschmiert, was sehr, sehr geil ist. Ich liebe diesen Rechner. Und wir haben 1021 Punkte. 2000 Points ohne Probleme. Also ihr braucht sogar nur 200 Punkte holen, um alles zu bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie weiterhelfen können. Ich hoffe, das Video funktioniert überhaupt noch. Weil dieser Rechner mir auf den Sack geht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.